Herzlich willkommen auf der Seabase und guten Abend auch im Stream. Herzlich willkommen zum 138. Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Seit 14 Jahren kämpfen die für Freiheitsrechte und digitale Selbstbestimmung. Genau, heute haben wir verschiedene Themen mit verschiedenen Referentinnen, unter anderem Linda Röttig, die über die Fernhilfen sprechen wird, die leider letztes Mal nicht dabei sein konnte. Wir haben Magdalena Hess, die über Reclaim TikTok uns was sagen wird und außerdem noch Christina Diener, die über Digital Streetwork sprechen wird. Genau, jetzt geht es aber erstmal nochmal um die Child Sexual Abuse Regulation, besser bekannt als Chatkontrolle. Da wurde ja letztens die Abstimmung im EU-Parlament vertagt. Und ob wir uns darüber jetzt freuen können oder eher doch nicht, das sagt uns kurz Tom Jennison von der DigiGuess. Tom, genau, Applaus für Tom, sonst holt uns sich das nicht für ihn. Ja, ist ja so ein bisschen, ich bin ja regelmäßig die hier und erzähle aktuelles zur Chatkontrolle. Ich werde euch auch nicht lange damit behelligen. Chatkontrolle, die meisten von euch wissen, worum es geht. Ganz im Groben, es geht um die, dass die EU ein Gesetz versucht durchzudrücken, mit dem Anbieter verpflichtet werden sollen, sämtliche Inhalte von Kommunikation zu durchleuchten und gegebenenfalls Material an die Strafverfolgungsbehörden auszuleiten, ganz, ganz kurz. Das Gesetz bekämpfen wir jetzt seit ungefähr bekämpfen wir jetzt seit ungefähr 2 Jahren. Vor mehr als 2 Jahren hat die Kommission einen Entwurf vorgelegt. Der ist ziemlich furchtbar. Es hat sich eine recht große Koalition dagegen gebildet, in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene. Und wir waren bislang sehr, sehr erfolgreich. Also das Gesetz, das hängt jetzt auf europäischer Ebene im Rat. Seit über einem Jahr wird versucht der Rat, da zu einer Stellung zu kommen oder dazu Stellung zu beziehen und dem zuzustimmen. Das ist bislang verhindert worden. Die belgische Ratspräsidentschaft hat es jetzt auch nochmal versucht und hat so einen Entwurf vorgelegt. Habe ich auch schon mal, ein bisschen außer Atem, die haben gesagt, es sei ein Kompromiss. Der trotzdem den Kern der Chatkontrolle, also das Durchleuchten, das massenhafte, anlasslose Durchleuchten von Kommunikation, hätte es und das Brechen von Verschlüsselung oder das Untergraben von Verschlüsselung, hat das Ganze dann trotzdem noch beinhaltet. Es war sehr, sehr knapp. Es gab eine Abstimmung im Rat der Ständigen Vertreterinnen und es sollte eine Abstimmung geben. Am Tag selber ist es dann von der Agenda verschwunden, weil sich eben keine Mehrheit gefunden hat. Es braucht auf europäischer Ebene so eine qualifizierte Mehrheit. Die gab es nicht, aber es war diesmal sehr, sehr knapp. Deswegen wir können das feiern. Das war irgendwie auf jeden Fall ein Erfolg. Es war ein sehr großer Erfolg auch hier in Deutschland, weil die Bundesregierung tatsächlich mittlerweile sehr eindeutig dagegen Stellung bezieht und mit Polen und ein paar anderen Staaten klar macht, dass es nicht durchgeht. Aber Kräfteverhältnisse ändern sich und Thema wird uns noch ein paar Jahre begleiten, wahrscheinlich. Wir haben irgendwie ganz kurz dazu noch, es gab jetzt noch einen offenen Brief von, ich glaube, 48 Organisationen, unter anderem der DigiGuess, auch dem CCC, dem Kinderschutzbund, ETRI insbesondere auf europäischer Ebene. Und wir verlangen natürlich, dass wie seit 2 Jahren schon, dass das Ganze irgendwie zurückgenommen wird und durch irgendwie ein Gesetz oder irgendwie Maßnahmen geschaffen werden, die tatsächlich Kinder schützen und nicht anlasslos die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht stellt. Genau. Und das Aktuelle ist, wir werden beim nächsten Mal weiter darüber berichten und das Thema wird uns noch eine Weile begleiten. Genau.